Cloudbuild, ein heiß ersehntes Spiel des Jahres so ungefähr. Ich habe das schon ein bisschen angetestet. Wir resetten das einfach mal halt ganz schnell durch. Ist ein. Boah, was will man denn sagen? Ist ein Plattformer der Neuzeit so ungefähr. So ein bisschen. Ja, ein bisschen mal so dieses. Hier, yeah, du kannst springen, aber du kannst die Wände laufen. So alles Referenzen von anderen Spielen ist irgendwie da drin. Und das ist sehr schön. Ich möchte nicht viel in der Geschichte eingehen, weil das Spiel ist groß. Das muss ich schon leider Gottes sagen. Ziemlich großartig ist. Und für viele ist das auch das Spiel, dass das auch einer der besten Spiele des Jahres ist. Ist es auch. Meiner Meinung nach ist es, ja. Ist gut für Speedruns gedacht eigentlich, das Spiel, muss man halt sagen. Aber man hat hier so von anderen Spielen so einige Referenzen gehabt. Hier sieht man auch das Tutorial halt. Ich habe das mit Xbox 360 Controller gespielt und oh Gott, ich ziehe die Controller einstellen. Bisschen schwierig, also es ist ungewohnt. So, anstatt wenn man ungefähr weiß, dass man mit A springen tut, aber in Wirklichkeit springst du mit L1-Taste da oder so. Hier ist es ein bisschen verrückt und so, ne? Ja, generell. Also man spielt jetzt so ein Geister. Aber man sieht ja gleich noch ein bisschen mehr davon. Also die Grafik hier, naja, es ist nicht die beste Grafik, aber fürs Spiel passt die Grafik wunderschön, muss man halt sagen. Also viele das kleine Entwicklerteam haben die ganz gut gemacht eigentlich, muss man halt so sagen. Und das spielt sich auch gut. Nur die Kamera ist vielleicht, habe ich vielleicht ein bisschen zu schnell eingestellt. Oh, ich habe den Sprung. Ja, schön. Erste Mal habe ich das hingekriegt, das zweite Mal jetzt bei Aufnehmen habe ich das nicht hingekommen. Oha. Na gut, mal gucken, ich wieder schneller hole. Das ist schön, so ein bisschen Tutorial, Plattforming da zu machen. Das hat ja nicht wirklich jedes Spiel, also muss man halt so sagen, so ein bisschen linear. Ein bisschen da hier hoch. Ja, wie gesagt, das Spiel hat auch so ein bisschen Speedrunning-Methoden. Was man gleich sehen tut, also wenn man das erste Level macht. Ich habe nur das erste Level ein bisschen gemacht. Das war's dann eigentlich auch. Haben wir hier hinten irgendwas? Nix haben wir. Okay. Wenn ihr fragt gerade, warum ist meine Stimme so ein bisschen kratzig, ja, es liegt einfach daran, dass ich Magenspiegelung habe und mir immer noch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, der Rachen tut einfach halt weh und ja, ich darf keine Chips, keine Cola, kein gar nichts trinken. Keine Schokolade, ich darf noch nicht mal Salat essen. Ich darf nur passierte Kost essen gerade momentan. Also es tut mir auch leid, wenn hier die nächsten paar Folgen Videos halt ein bisschen schlechter aussieht oder von der Stimme her. Liegt einfach dran wegen ja, da sind wir das kleine Mädchen da. Ziemlich zugenommen aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur das erste Level mal gespielt. Ich weiß nur nicht, warum die E-Mail jetzt schon da drin ist. Sonst würde es eigentlich nur dieses Willkommen da sein. Aber ich will ja nicht so viel spoilern. Es gibt auch nur Audiospuren und weiter und so fort. Man kann es hier wunderbar sehen. Wir sind das kleine Mädchen da. Ziemlich zugenommen aus, also mitgenommen aus. Zugenommen, mitgenommen. Hier ist die Weltkarte. Ist schon ein bisschen wie ein Asteroidenfeld, so, ne? Habt ihr nicht das nie gesehen? Ja, es gibt so ein paar Strecken, die man ablaufen kann. Man kann da auch die Strecke üben, aber man muss mehr als zwei Quests erledigen. Und ja, das ist. Wenn wir da gleich sehen, tot. Oh, ja. Yeah. Die Quest hier, alles Explosionen, so weiter das Wort. Was wir hier sehen, Unschwenken, das sind wir jetzt. Hat so ein bisschen Mega Man, so, ne, halt, ne, nur halt weiblich. Was gar nicht so schlecht aussieht. Ja, man hat hier auch Boost-Tasten, man kann schießen, man hat
So, das Blaue ist da die Energieleiste. Upp. Ja, das macht man eigentlich so nicht, aber irgendwie habe ich mich da durchgerettet. Es ist ziemlich confused mit der Controller-Einstellung, irgendwie habe ich das Gefühl. Schlecht haben wir doch gar nicht da eingestellt eigentlich, aber na gut. So, das sind Checkpoints, das ist sehr nützlich. Und jeder Tod, was du hast, das Problem ist, du kannst dieses Skippen nur mit der Tastatur da irgendwie skippen, nicht mit dem Controller, was ein bisschen komisch ist. Jeder Tod, was machst, kriegst du am Ende zur Zeitstrafe. So, wir müssen hier durchsprinten. Aufpassen, dass wir getroffen werden. Das Gelbe sind Energie-Teile, die du aufsammeln kannst. Das ist auch sehr nett, ne, sowas, das Auge. So. Ja, schießen kann man auch. Wir können einen aufladenden Schuss machen. Mal jetzt hierfür nicht brauchen. Oh Gott. So machen wir das eigentlich gar nicht, aber gut, egal. Ups. So, schnell hoch. Energie, das Blaue ist immer Energie, das Gelbe ist immer hier, dieses Booster. Oh, das war knapp. Oh, nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Gucken. So. Nein, das war falsch. Genau, so sollte ich machen. Na gut, aber ich komme so sehr mit der Steuerung durcheinander mit dem Controller da. Dass es ja zeilig eigentlich ist, aber na gut. Bin ja nicht gut mit Tastatur spielen. Nicht, besonders nicht bei diesem Spiel. Hier wollen wir die Schüsse aufladen, um diesen Schild da abzubrechen. Und gibt's auch hier Gegner zu töten. Und mach das Schild weg. Oh, ich wurde getroffen. Geht ein bisschen Energie runter, das ist nicht so schlimm. Oh Gott, ey. Ich war doch oben gewesen. Aber muss man sagen, also die Charaktere ist ja hammer nice, also. So. Man kann auch die Sichtweite wechseln, aber da habe ich mir gerade einen Fehler erlaubt. Ich habe auf richtigen Neustarten gemacht. Die Map kann man auch machen. Und deswegen muss ich jetzt... Außer wenn man einmal die falsche Taste gedrückt hat, ist man so derbe. So ein bisschen am Arsch. Man sieht sich auch gleich wieder dahin. Hoffentlich. So, dann sind wir jetzt wieder da. Hat nicht lange gedauert. Vielleicht gerade mal eine Minute oder so bis dahin. Glaube ich auch ein paar Mal gestorben schon. Na gut. Einmal falsche Tasche. Tasche, genau. Taste gedrückt und man kommt gleich. Hat man gleich die ganze Map verspielt. So eine Warnung wäre ja nicht schlecht eigentlich, aber na gut. So, Finger weg. Diese Laserdings hat mich getroffen, das ist in Ordnung. Ja, trifft mich nochmal. Wir sind auch gleich am Ende der Map angelangt. Nur noch zwei schwere Sachen. Ja, wie das hier. Wenn du fällst, bis du stirbst, dann kommst du wieder zurück zum Checkpoint hin, was eigentlich ganz gut ist. Aber von der Zeit her ist es gar nicht gut. Also, Speedrunning mit Touren sieht anders aus. Punkten. So. Ja, Speedrun, genau. Ach, ich habe das Tiny eingesammelt, das ist ein bisschen das Problem. Man muss ja also das Boost, wenn der Lauf ein bisschen dann nicht mehr gedrückt halten. Weil wenn du gedrückt hättest, bist du die ganze Zeit oben. Wenn du nicht drücken tust, gehst du weiter runter. Oh, das war knapp. Man darf auch nicht so hoch wie ein Stachel da oben. So, jetzt Wand laufen mit springen.
Ach, das war falsch. Wie gesagt, es ist ein bisschen komisch mit der Steuerung. Ja, aber sonst geht es eigentlich. Wenn man das jetzt raustrat mit der Steuerung, also mit dem Controller halt. Ich weiß nicht, wie mit Tastatur ist, weil ich möchte nicht mit der Tastatur spielen. Ich glaube, dann würde ich mir meine Hände verkrampfen. Aber wie sieht, geht das eigentlich ganz gut dann. So, das sind wir auch jetzt beim letzten Abschnitt. Das hat mich beim ersten Mal spielen so ein bisschen irritiert, so, ne? Ich weiß ja nicht, was man so wirklich machen sollte. So. Einfach mal hoch und dann irgendwie springen. Man bleibt eine Sekunde lang in der Luft und dann nochmal springen und dann irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich mich irgendwie da hinten festgehalten. Irgendwie. Keine Ahnung. Toll. Teile davon da oben abschießen einfach. Gut ist. Jetzt zweimal die 6 Stücke da. Also 2x3. Töten, Rauch ist, sind die tot und dann gut ist und dann haben wir auch schon das Level geschafft. Ja, Death Penalty plus 3 Sekunden oder so. Ja, dreimal gestorben. Und nur Rang D wirklich spielt, wirklich. Das Spiel ist für 18,99 € auf Steam erhältlich, also ist auf jeden Fall spielwert. Ja, gut.